schon läuft. Da willst du runter? Ja, das ist schon sehr nah. Ja, finde ich aber eigentlich nicht so schlecht, nur ich. Doch, ich finde das ganz gut. Ja. Muss ja ein bisschen Variation sein auf meiner Aufnahme. Wobei bisher bei all meinen Spielen kein Spiel war so wie das andere. Es waren alle Spiele komplett unterschiedlich. Jedes Spiel. Es hat sich nichts wiederholt. Also es war jedes Mal ein neues Spiel quasi, eine neue Situation. Ich finde den Anfang immer routinierter als das Ende, muss ich gestehen. Ja klar. Ende habe ich auch relativ häufig. Einmal am Tag habe ich immer Endgame. In der Regel öfters. Das Endgame fängt ja so bei Top 10 an. Nee, ich glaube, ich habe nichts gesehen. Ich bin aus ein bisschen höher aufgegangen. Nee, hier ist meilenweit nichts bei uns. Dann mache ich die vorderen drei Häuser, gell? Ich drehe ein bisschen ab. Ja. Irgendwas über uns? Nein, hier ist absolut nichts, hier ist tote Hose. Wir können auch noch den 6er-Hof da vor uns looten. Hier den 2er oder was wollen. Wir kriegen auf jeden Fall beide genug Waffen. Ja. Das heißt, wir haben übelstes Loot-Pech wieder. Was natürlich sein kann. Ich habe gleich eine AKM. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Visier hier irgendwo. Dann sind wir alles super. Hier ist noch eine AKM, Stefan. Hier ist eine zweite. Ich pack die mal ein. Gut. Ja, jetzt machen oder Marker draufsetzen, wie aber. Ja, solange wir. Ich habe auch eine AKM. Ja, dann kann ich die schon mal eine wegschmeißen. Oh, bitte. Oh Gott, da liegt ein Rucksack, Gott sei Dank. Ich brauche ein Visier für die Kacke. So, ich bin bereit fürs Endgame. Ja, ich auch, passt. Rucksack, Waffe. Ich brauche nur noch ein Visier, dann ist alles gut. Hier eine Menge MP5-Munition und eine Waffe. Ich habe erst ein Haus durch und habe schon eigentlich verhältnismäßig gutes Loot. Ja, ich auch. Soll ich eine Strohflinte mitnehmen? Ja, Zweitwaffe, klar. Hier liegt Schrotflintenmunition, die aber einfach mal wieder weggebackt ist, ne? Du brauchst nur einen Kasten. Mehr brauchst du nicht, mehr kannst du eh nicht abschießen. Ja toll, ich hab hier. Ja, von der Schrotflinte, da musst du nicht alle Munition von dem Ding aufnehmen, das bringt's nicht. Ich nehme 10 Schuss mit, alles was drüber geht, juckt mich nicht, krieg ich eh nicht. Ja. Dann habe ich entweder 3 getötet oder ich bin tot. Nix. Oh, nochmal 30 Round ohne Waffe. Ja, yeah, ich hab's so also gedacht. Ich hab jetzt eine M416 und eine AKM. M416, die vollautomatische? Ja. Beides mit 90 Schuss. Okay, ich hab ohne Waffe habe ich noch 60 Schuss. Hat alle meine Sachen zu Stufe 2 upgraded. Hast du schon einen Helm? Ja, alle Stufe 2 habe ich. Helm, Rucksack, Weste. Wenn du eine Weste findest, sag mir noch Bescheid, ich habe noch keine. Die sind Stufe 1er Westen in dem Haus direkt an mir dran. Sekunde. Hier, da, wo der Marker drauf ist, ist eine Stufe 1er. Ah ja. Oben, glaube ich, irgendwo. Hast du schon einen Erste-Hilfe-Koffer?
Leider nicht. Hier im Haus ist noch einer drin, den kannst du nehmen, ich hab schon einen. Kannst du mal einen Marker drauf setzen, da komme ich gleich vorbei. Nein, ich bleib hier gleich stehen. Der Beste. Alles andere habe ich schon oben. Ja, hab sie, sehr schön. Ich bin ein Feuer. Ja. Hast du Energy? Mhm. Ja. Zwei. Jetzt habe ich mir so eine verfickte Jacke angezogen, scheiße. Ich hab mega viele Aufsätze für Scharfschützenwaffen und für UMP. Ich hab ein Vierfach Scope auf der AKM drauf und ansonsten war es das größte Teil bei mir. Wo laufen wir hin? Und ich mache nur das kleine Häuschen hier auf. Und wir da, oder? Gucken mal, wo hier die Map ist. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir im Kreis. Wir sind gut im Kreis. Ja, zu den unten. Aber ich würde den großen Hof gleich nehmen. In da, okay, ja, achso. Hast du gerade Aufnahmen an oder nicht? Ja, ja, habe ich an. Hab ich an. Leider noch gar kein Visier. Ich habe auch nur das FIFA Scope auf der AKM drauf. Habe ich den okay. Einzelschuss? Ja, gut. Macht nicht. Ich kann, also. Ich kann auch ohne Visier relativ genau schießen, dann schieße ich halt nur mit Rechtsklick gedrückt halt. Nee, mit der AK und mit der, also mit der AK geht es vielleicht noch, aber die M16 A4 kannst du komplett vergessen ohne Visier. Ja. Da triffst du nur auf 10 Meter, dann kannst du auch eine UMP nehmen, also. Wenn die ist dann glaube ich stärker. Hast du im Grip oder sowas von die M416 sowas gefunden? Nee, gar nichts. Ich habe keinen Stock, kein Nix, ich habe nicht mehr, ich habe überhaupt keinen Aussatz für die Waffen. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Mündungsdämpfer und den habe ich jetzt auf die AK drauf gemacht. Das ist das Einzige, was ich habe. Aber hier sind viele Häuser, hier finden wir so einen kleinen Scheiß gut noch. Ja, abgewinkelten Vordergriff habe ich jetzt einen. Aber du findest gleich was hier. Ja, ich habe auch einen abgewinkelten gerade gefunden. Aber ich habe hier einen Scar. Pack ich noch die Kugelloops auf die Schrotflinte drauf, pack sie weg, die ist gar. Oh, da kann ich den gleich ran tun. Nee, ich hab beide. Hier ist noch eine Scar. Super. Manchmal findest du stundenlang nichts und dann findest du auf einem Haufen so 3-4 Sturmgewehre. Ich hatte schon mal ein Klo aus, da waren 3 Sturmgewehre drin. Noch eine Ska, ja, warum auch nicht? Wir haben jetzt wenige. Ich habe hier ein Buttstock, ein taktisches Lager für deine gefunden. M46 taktisches Lager habe ich auch gerade gefunden. Dann schmeiß ich mal jetzt wieder weg, das brauchen wir dann nicht mehr. Ein Rotpunkt. So, Rucksack Stufe 2? Ja. Noch ein Rotpunkt. Hier sind die ganzen Visiere und Waffen. Hier wäre noch besseres Loot gewesen als bei dem Hof, wo wir eben waren. Ich hätte noch gern Stufe 2 Helm. Gerne Stufe 2 Beste. Ach, eine Stufe 2 Helm habe ich aber irgendwo noch gesehen, eben gerade. Ach, schade, ja. Mal kurz gucken, war das in dem Häuschen, wo ich herkam oder den davor? Hier ist eine Stufe 2 Helm bei mir im Haus. Sekunde, ich markiere es hier mal. Ja. Ist markiert. Markieren dauert ganz schön lange, auf die Karte zu gucken. Mündungsfeuerdämpfer, Scharfschützengewehr, Kompensator, brauchst du irgendwas davon? Nö. Noch also nicht, aber nee. Achso, du kannst nicht mehr, ja, schmeiß weg. Weg. Ich hab jetzt auch gerade keinen Platz mehr. Jetzt habe ich wieder welchen. Jetzt habe ich auch eine Scar gefunden nochmal. Lol, dann sind hier 4 Scars. Ja, aber die Munition habe ich alle weggesammelt. Ja, ich auch. Ich habe jetzt 180 Schuss, das reicht für, keine Ahnung, 3 Matches. Es leben nur noch 58 und ich bin noch nicht mal mehr fertig mit Looten. Ist auch wieder irgendeine Waffe in der Wand, die ragt hier schon raus aus der Wand. Oh, hier sind nochmal 2 Medibags, 2 Erste-Hilfe-Koffer. Ich kann keinen mehr davon nehmen. Hier, komm mal zu mir ins Haus. Ja, ich komme. Komme, Chef. Chef, ey. Legen abgewinkelten Griff mal hier hin. Und von
den Dingern hier 15, das sind zu viele. 15 fallen lassen. Ich hab schon zwei Erste-Hilfe-Koffer übrigens, gell? Achso, nehme ich beide. So, die Verbände kann ich auch noch nehmen. Nee, die kann ich nicht mehr mitnehmen. Verbände mit. Das sind die großen Häuser, das große hier schon durch. Kann ich sagen, ich muss die Tür vorne angucken. Nee, hast du nicht. Nee, ist noch nicht durch. Ja, wir müssen eh gleich mal los. Mehr Richtung Map Mitte, sonst werden wir gleich wieder nur vom Rand getrieben, wenn wir kein Auto finden. Ja. Ich hätte gerne noch eine UMP. Ich will nicht die Ska haben, mit der Ska spiele ich gerne, aber ich will eine UMP. UMP habe ich nicht gefunden. Ah, hier ist noch ein Erste-Hilfe-Koffer, davon habe ich jetzt 4. Warte, dann hole ich mir den noch. Ich hab nur 2. Ich habe ihn hier schon in meinem Inventar, warte ich bin. Okay, passt. Das große Haus, das ist auch noch unblutet, ne? Gelootet, ja. Ne, da war ich schon drin, In dem großen da? Ja. Okay. Von meiner Ausstellung her geht's aber gut. Ja, wir können weg hier. Suchen wir in der Straße da ein Auto? Ja, ich habe jetzt kein erweitertes Magazin für die Ska, aber das ist nicht so wild. AK mit FIFA-Scope, damit können wir im schlimmsten Fall snipen. Das habe ich so. Okay, Auto dürfte da irgendwo an der Straße stehen, denke ich mal. Ja, die untere Straße. Ja, da steht schon eins, hab schon. Wie zum Fick hast du das Auto denn gefunden? Oh lol, krass. Das muss an meiner Farbenblindheit liegen, dass ich den nicht. Ich hätte niemals entdeckt, weißt du das? Niemals. War jetzt auch mehr Zufall. Was ist denn der kleine schwarze Fleck da im Schatten? Ja, schwarz auf schwarz. Oh ja, guck mal, die Kackhütte, die ich markiert habe, ist jetzt gerade die perfekte Map-Mitte. Gott, bitte lass mich nicht sterben. Bis auf die Weste. Wir müssen das Auto hier nicht behalten. Ich hasse diesen Buggy. Ja, das ist eine Kackhütte an der großen Stadt. Eine Kackhütte ist safe, egal wo sie steht. Aussteigen. Toll. Oh, der hat das Auto geflippt, der Hügel. Da steht der nächste Jeep. Yeah, fahr du den. Kann man da drüber hüpfen? Mhm. Weiter geradeaus, weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, 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 also hier links. Jetzt, ja. Da siehst du sie schon. In dieser Kackhütte bin ich bisher schon so oft gewesen. Okay. Okay, passt. Du kannst den Erste-Hilfe-Koffer haben, der da ist. Hey, hier ist noch einer? Ja. Wie viele Energies hast du? 4. Insgesamt. Ja, 4. Mit Schmerzmittel habe ich 4. Verbände? 15. Ich habe 25. Ich kann aber auch nichts mehr tragen. Ich habe schon welche weggeschmissen von denen. Brauchst du noch Munition für irgendwas? Nein, aber ich schmeiß meine MP-Munition jetzt hier weg. Ich habe genügend Schuss von allem.
Ja, ich habe 30 Schuss für die Pistole im absoluten Schlimmfall dabei. Ziehmagazin schmeiß ich auch weg. Zwei Handgranaten habe ich noch. Das ist okay. Ja, ich bin eigentlich. Das geht so von der Ausrüstung her, ja. Kann man sich treiben lassen. Du weißt übrigens, wie du ganz schnell Granaten wechseln kannst. Ja, einfach einmal nach links scrollen, fertig. Oder auf die 5 drücken. Wie machst du mal nach links scrollen? Naja, ich habe ja nur 3 Waffen mit. Und ich meine, wie du Handgranaten wechseln kannst. Auf 5 drücken, fertig. Genau, richtig. Zeigefinger. Ich hab's mir auf die 4 gelegt, die Granaten. Weil 4 ist eigentlich die Nahkampfwaffe. Ich meine, komm mal ehrlich, man braucht die Nahkampfwaffe. Absoluter Quatsch. Ne, deswegen trage ich auch keine Nahkampfwaffe und keine Pistole mehr. Also Pistole kann man vielleicht noch sagen, könnte man gebrauchen, aber bei 2 Sturmgewehren greife ich nicht zu einer Pistole. Ja, genau. Ich meine, deswegen kannst du die Granate auch noch auf die 4 legen. Ist halt näher dran als die 5. Na, ich scroll lieber. Okay. Na, scrollen mag ich persönlich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ey, du hast gerade gesagt, du scrollst lieber. Ja, ich mag's aber nicht. Ist unpräzise. Ja, dann machst du ja dann immer die Tasten drücken. Aber es ist einfacher. Es ist gewohnter, es geht schneller. Im schönsten Fall. Ist ja egal, wie doll oder wie langsam ich scrolle. Wenn ich einmal doll mein Scrollrad runterdrücke, dann komme ich auf die nächste Waffe. Und nur wenn ich mich konzentriere, dann kommt es auch auf die 3. Ja, gut, das ist okay so. Was liegt denn hier noch? Auf dem Mündungsfeld einfach. Wir scrollen hier so unsere Waffen rum und herum. Das stört die Leute. Gut, aber der neue Kreis ist gleich. Wir haben bisher ziemlich gute Siegchancen, weißt du das? Mit der Mitte hier, ja? Der Kreis ist riesig und es leben nur noch 40 Leute. Ja, das ändert nichts an den Siegchancen. Doch, weil wir potenziell weniger Gegner haben jetzt gerade. Es gibt auch manchmal leben noch 60 bei dem Kreis. 20 Leute mehr. Ja. Mehr quasi. Die werden genau jetzt alle ausgelöscht, wenn der nächste Kreis kommt. Bärenbau, dann nehmen wir die Häuser hier oben. Ich würde fast die Häuser hier oben anpeilen. Die sind nicht gut. Die sind die, die da so hoch liegen. Hier, das ist diese Grasnarbe. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, welche du meinst mit der Grasnarbe. Das ist immer super der Kampf um das Haus. Ja, dann bleiben wir hier. Bitte hier bleiben. Also ich habe bisher die Erfahrung mit dem Haus, dass da irgendwie ganz viele hinwollen und ja, aber halt wir werden diejenigen, die zuerst drinstehen. Ja. Also da kommt es zum Kampf, das ist schon irgendwie klar, ja. Aber wir wären zuerst drin. Aber gut, hier ist safe, dann bleiben wir hier. Vielleicht ändert sich der Kreis zu unseren Gunsten. Das Problem ist, dass auch auf der Karte diese Hütten sind auch absoluter Rotz, die da auch. Das heißt, irgendwie, wenn man da oben ist und man möchte wechseln, geht's halt kaum noch. Ja, vielleicht fällt der Kreis ja auch nach hier unten. Hier, guck mal, hier ist so eine kleine Kackhütte, dann nehmen wir die schnell ein mit dem Auto. Welche? Die hier. Ah ja, okay. Na gut, ganz das klein. Kann man machen. Ich habe nicht gemerkt, wo der Flieger durch ist. Hast du es gemerkt, wo der Flieger kam? Nö, er war aber weit genug weg. Wo da wohl? Ist von rechts unten nach links oben geflogen. Das Popcorn aufpoppt, da wird er schon irgendwo sein. Ich habe mir letztes Mal überlegt, warum diese Hütten hier so ein starker Vorteil sind. Erstens, sie ziehen keine Spieler an. Zweitens, du hast einen Rundumschutz. Oh, ich sehe den. Den Drop vom Flieger, der Drop ist da über uns. Der ist rechts über uns im Wald, ganz klein kann man ihn nur sehen. Okay, gut, das wäre nicht uns aufgebrochen, dann wären wir genau in die Todeslinie geraten. Ah ja, und die fahren mit dem Auto direkt zum anderen Haus da. Ich sehe den Drop nicht mehr. Ja, unser Auto steht vor der Tür. Also, wenn die nicht ganz dumm sind, wissen die, dass hier jemand drin ist und deswegen engagen die uns nicht, weil sie gewinnen wollen. Ab 40 für jeder. Auf 30 Grad ist ein Auto. Der Kackhütte auf 30 Grad fährt da gerade an. Zwei Fahrzeuge. Ah, zwei Autos. Die zu unserer Hütte rollen raus, oder? Mhm. Die halten ziemlich auf uns zu. Du musst als erster raus dann. Ja, erstmal abwarten noch. Noch ein Auto. Alter, der Buggy ist geflippt.
Vorsicht, geh lieber in Deckung, die Autos haben hier hinter den Felsen gehalten. Ich halt weiter auf dem Feld Ausschau, gell? Es will keiner gegen uns fighten. Ach, da oben um die Kiste ist so ein Kampf. Das ist so krass, da sterben so viele Leute gerade. Lohnt sich gar nicht, finde ich. Eben gerade als ich gegen den letzten gekämpft habe, der letzte mit mir in der Zone, wo ich gewonnen hatte, der hatte auch nichts aus der Kiste. Gar nichts. Der hat drauf geschissen. Das hat es, dass er das Haus auch gar nicht durchgecheckt hat. Das war ihm scheißegal mit meinem Haus, wo ich drin saß. Also ich bin... Kiste zu kämpfen bringt es nicht, nein. Aber du kannst manchmal auch Kisten finden, wo gar keiner drum kämpft. Die stehen dann einfach irgendwo rum und sind wohl vergessen zu looten oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Wenn die Kiste runtergeht, dann zieh ich einfach nur drauf, um einen Kill zu machen, aber ich laufe selber nicht hin. Ich hatte es mal, da war ich in einem Endkampf mit noch 8 anderen und eine Kiste ist direkt vor meinem Haus runtergekommen. Ich lag hinter so einem Tresen und diese Kiste, die in der Endzone runterkam, sind ohne Scheiß noch 2 rangerannt, die ich erschossen habe. Ja, super dumm. Total dämlich. Vor allen Dingen hätte der zweite hören müssen, dass ich den ersten erschossen habe. Na gut, bei den beiden Autos hier zeigt sich nichts. Ach, oh ja, Scheiße. Wir sind noch gut mit drin. Wenn das in Häuserkampf reingeht. Ja, Stefan, wir müssen eigentlich mal hier eine neue Kackhütte nehmen. Okay, mit Vollgas dann aber, okay. Ja, der Kreis hat sich nach links. Hier so die Kackhütte oder die? Welche von beiden nehmen wir? Die hier kenne ich bereits. Da hatte ich keine mal. Ahnung, wir müssen jetzt los. Du fährst. Ich habe nicht, aber noch keine Lags. Okay. Dann wird's unsere Kackhütte. Yeah, das wäre so geil, wenn es jetzt die Kackhütte zuvor wird. Hier, die da. Die kleine vor uns. Die mit dem Rücken zum Gebäude. Okay. Okay. Man kann um die eine Seite des Gebäudes nicht mehr rumlaufen. Man muss da springen, das Auto steht nicht gut genug, ne? Du hast rechts Deckung durch das Auto, aber du kannst nicht drum rumlaufen. Hey, da ist noch ein zweites Auto. Soll ich da noch schnell hinrennen, dass wir herfahren? Nee, zu riskant hier. Das ist zu riskant. Soll ich zwei Fahrzeuge senkrecht vor den Eingang stellen, sodass hier gar keiner rein kann, selbst wenn sie explodieren? Geht das? Ich glaube eher. Geht bestimmt, aber es ist zu riskant, darüber zu laufen. Ich will uns auch total hier einspielen. Ja, natürlich ist das zu riskant. Aber mit den Fahrzeugen sich in der Endzone zu bewegen, geht gut. Ja, das ist gut. Weil es schießt keiner auf ein schnell fahrendes Fahrzeug. Bringt sie mal. Weißt du, was gut ist? Wir sind nur an der Seite des Kreises, die jetzt weniger gedrückt wird. Das heißt, hinter uns kommen wahrscheinlich weniger Gegner rein. Was ich meine? Das muss nicht zwangsläufig sein. Nein, hier in dieser Fläche, wo ich gerade glaube, halten sich mehr Gegner auf als hier. Ist ein Irrtum. Das ist ein kompletter Irrtum. Ob jetzt an der Stelle hier zwei Leute reingedrückt werden, oder an der Stelle hier zwei, oder an der Stelle hier zwei, oder hier zwei, ist völlig egal. Oder hier zwei. Ja, die Fläche ist ja hier größer, das heißt, hier ist mehr Fight. Moment, wer sagt dir denn, dass sich auf diese Fläche die 3 Spieler verteilen und nicht hier 5 im Haus sind und hier 4 in den Häusern? Das weißt du doch gar nicht. Ich, aber ich, wahrscheinlicher ist es doch, denke ich mal. Nein, natürlich nicht. Das muss nicht wahrscheinlicher sein. Also das, du guckst da ein bisschen so hinter uns in die Richtung? Ja. Aber wenn es da echt in den Häuserkampf geht, müssen wir ganz dringend irgendein Haus besetzen. Ja. Von denen, die da sind. Das heißt, wir rasen hin und besetzen einfach irgendeins und wenn wir oben welche hören, gehen wir nicht hoch. Unten sind wir wahrscheinlich mehr im Vorteil, weil wir auch wieder raus können. Von oben runterhüpfen kann man nicht bei den Häusern. Kann man. Gibt da ja überall Vorsprünge, da kannst du mit Glück draufhüpfen, dann überlebst du es. Wenn jemand ein gutes Movement hat, kennt er sich damit aus. Kann der das? Okay, wir müssen uns bewegen, gell? Nein, auch nicht. Ja, yeah, warte, doch, jetzt muss ich gucken. Scheiße. Drücken lassen können wir uns nicht. Ich würde eine Hütte vor uns nehmen, aber ich würde mich noch nicht so großartig bewegen. Ich würde die Hütte vor uns ansteuern, mehr nicht. Okay.
Ach, wir zu warte, Fuß oder mit warte, dem Auto? warte kurz. Mit dem Auto. Ich fahre, du kannst auch rüberlaufen. Ich lauf, ich lauf. Schitter auf Auto. Okay. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Oben auf dem Gebäude steht er. Da siehst du. Ja. Ich habe ihn nicht gefunden. Der krabbelt. Oh, ich habe ihn down geschossen, glaube ich. Ja, Takt, schieß nicht zu lange. Da ist sein Mate ist reingelaufen. Die wissen eh, wo wir sind. Keine Frage, wir warten aber nur auf den nächsten Zusammenzug. Da einer ist down, den hat ein Sniper da hinten irgendwo erwischt. Den Sniper sehe ich auch, der steht, glaube ich, an einem Baum auf 345 Grad. Lass die Zone, da sind zwei Spieler auf 200, 195, 200 Grad. Ich hatte leider eben keinen Schalldämpfer, aber ich musste auf den Typen schießen, der hätte sowieso auf uns gefeuert wie behindert. Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich hatte meine Hawk jetzt eine Zeit auf 10, ich komme damit überhaupt nicht klar, leider. Was steht denn unser Fahrzeug? Da, gut, das habe ich also eigentlich gestellt. Jetzt würde ich mich vielleicht drücken lassen. Nein. In den Häusern kann ich es echt nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Kommt drauf an, worauf der Kreis jetzt fällt, aber jetzt sich drücken zu lassen, wäre nicht so gut. Ja, nee, stimmt schon. Wenn es in die Häuser geht, haben wir keine Chance. Da ist ein Spieler, der rennt hier hin, der wird gerade zerschossen von den Leuten auf dem Dach. Ist down. Die Leute lassen auch nicht zu sich kommen. Guck mal, da rennt sein Mate, der ist noch in der Todeszone irgendwo. Siehst du ihn? Eigentlich sehe ich Krabbeln hinterm Baum, sondern Mate sehe ich. Könnte den Kill jetzt easy klauen, aber das meine ich nicht. Alter. Okay. Wir bleiben. Aber das wird dann ein Fight, weil die im Gebäude wissen, dass wir hier sind. Der nächste Kreis wird nicht mehr in dem Gebäude sein. Du Stefan, vielleicht da liegt einer am Baum auf 330 Grad, der ist ja eben hingekrabbelt, der lebt noch. Ja. Den haben die übersehen in dem Gebäude. Ja, das Gebäude wird vielleicht noch im Kreis sein, alle anderen wahrscheinlich nimmer. Oder das Ganz, da wo es blau markiert ist, aber das wäre voll Risiko. Wir bleiben hier, oder? Hm, erstmal schon, ja. Ich mache mir um die Leute auf dem Dach, um die mache ich mir Sorgen, um den Rest nicht. Ja. Du, ich würde sagen, wir schmeißen unser Energy rein. Nein, noch nicht. Nein, wenn die Zone kommt. Wenn die Zone kommt, Energy reinschmeißen, das sieht wirklich zuerst in der Bewegung. Oh, oh, der arme Kerl. So, ich werde den Arm. Der lebt noch einer bei 300. Ja, ich weiß, ich werde ihn jetzt von seinem Leid erlösen. Er ist eh tot. Wenn die Lege jetzt rauszugehen, dann picken die dich von oben runter. Nein, das können sie nicht. Können sie nicht. Nicht doch, so schnell. Die müssen ultra schnell sein. Also ein, zwei Schüsse kann ich garantiert setzen, ohne ja, dass sie es picken. Ja, ein, zwei Schuss, aber du machst dann immer 10 Schüsse draus. Ich hätte nur einen gebraucht. Für den, der hat schon mega Schaden. 10 mache ich nur draus, weil ich andauernd nicht treffe. Ja, aber das ist halt dann der Fehler. Wenn du zwei Schüsse dazu reingehst, ist ja alles. So, ich okay. Drücke mir jetzt meine Heilung gerade. Ein bisschen was, zwei Energies drücke ich mir. Ein bisschen was behalte ich gleich noch. Das Auto steht richtig gut. Wir können die auf dem Gebäude super fighten. Es sei denn, die rennen da unten. Wenn sie rechts rausrennen, müssen wir früher reagieren, damit wir schnell in das Haus kommen. Auf uns. Scheiße. Okay, ich ziehe jetzt auch mein Energy 2. Ich würde sagen, jetzt lassen wir uns echt drücken. Ja. Aber wir müssen die Leute hinter uns im Fokus haben. Die auf dem Dach, da müssen wir leider jetzt erstmal drauf scheißen. Die können wir uns später dann kümmern, aber wir müssen die Leute hinter uns im Fokus haben. Sollen wir da so Mauer, hinter die Mauer gehen? Nee, jetzt nicht bewegen. Jetzt nicht, aber ich meine dann im nächsten Kreis, wenn der Kreis sich zusammenzieht. Ja, dann unter Umständen schon, aber wir müssen massiv aufpassen, da von der Stadt kommt schon der Erste.
Die dürfen hier eigentlich nicht ran. Okay, der wird zerhackt. Der in der kleinen Hütte, wo ich meinte, wo ich wohne. Ja, zur Stadt darf hier eigentlich keiner hinkommen. Von der Stadt darf hier keiner herkommen. Das darf leider nicht sein, die dürfen wir alle nicht kommen lassen, niemanden davon. Ja, wo bewegen wir uns jetzt für die nächste Zone? Wo bewegen wir uns hin, Dani? Wir rennen zur Mauer dann. Direkt. Wohin? Also, genau? Pass auf, vor uns die Mauer. Siehst du vor uns die Mauer? Da rennen wir hin. Mach das, was du willst, aber ich muss jetzt auf die Leute hier gucken. Die dürfen nicht an unser Haus rankommen da drüben. Keiner darf hierher kommen. Ja, das haben wir aber nicht in der Hand. Das haben wir in der Hand, sonst haben wir einen Zwei-Fronten-Krieg. Wenn wir einen Zwei-Fronten-Krieg haben, verlieren wir. Ganz safe. Wir können das noch abwarten, was da passiert, aber wir werden gleich handeln müssen. Wenn da keiner von oben schießt, müssen wir handeln. Sonst werden wir sterben. Okay. Wir könnten ja ich. Da, siehst du den links am Gebäude? Ja, der Kreis wird gerade kleiner, gell? Ja, der wird jetzt rennen. Wir müssen jetzt müssen wir handeln. Hab ihn. Renn schnell hin. Da ist eine Lücke in der Mauer. Ja, wir müssen da rein. Schneller als die Leute von der Stadt herkommen. Perfekt. Okay. Perfekt. Seite. Nimm nochmal kurz einen Energy. Über dir, rechts über dir. Der versucht im dritten Winkel da rauszuschießen. Okay. Manchmal guckt er eine Waffe raus. Sekunde. Hier steht einer. Hab mich down. Easy. Der nutzt das Winkel. Schön. Okay. Hatte der einen Mate oder war der sofort weg? Ausgenockt habe ich ihn. Ich heile mich gleich wieder. Fuck, Nachladen unterbricht die Heilung. Das wusste ich jetzt nicht. Was tut Heilung unterbrechen? Nachladen unterbricht die Heilung. Bin voll. Vor uns! Hat Mate. Da kommt der Mate! Mate, 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 Mate! Ja. Du musst ihn pushen, sonst war's das. Schön gemacht. Sehr schön. Hättest du jetzt nicht gepusht, hätten wir das nicht mehr geschafft. Ja. Du hättest pushen müssen, wegen dem dritten Winkel. Ja, ich weiß. Warst du down? Ja, ich war down. Ich liege hier, aber ich lebe noch. Okay. Okay, schön gespielt. Aber gut gemacht, ja, hat gepasst.